Ja, die Grenzen unseres Planeten erkennen und anzuerkennen, dazu aufgerufen hat bereits vor mehr als 40 Jahren der inzwischen verstorbene ZDF-Moderator Heumer von Ditfurth. Der Autor und Wissenschaftsjournalist, Vater der späteren grünen Politikerin Jutta Ditfurth, wäre an diesem Freitag 100 Jahre alt geworden. Für uns Anlass, einen vielfach ausgezeichneten Kollegen zu würdigen, dessen Analysen und die daraus folgenden Appelle an sein Publikum noch immer beklemmend aktuell sind. Susanne Gellweiler. Wir müssen lernen, dass die Erde uns nicht restlos zur Verfügung steht. Wir müssen einsehen, dass wir das Wort "macht euch die Erde untertan" allzu radikal verstanden haben. Bereits Ende der 70er mahnte der Journalist und Moderator Heumer von Ditfurth vor der rücksichtslosen Ausbeutung der Erde und den Folgen. Themen wie Biodiversität und Klimaschutz lagen damals noch nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Die einzige Zone im Kosmos, in der Leben. Anders heute. Die Klimakrise ist allgegenwärtig, zwingt zum Umdenken. Ein Umdenken, das längst überfällig ist. Heumer von Ditfurth hat das schon vor mehr als 40 Jahren gesehen und ernst genommen. Bereits 1978 versuchte er mit den Mitteln seiner Zeit, den Menschen den Klimawandel in die Wohnzimmer zu bringen. So prognostizierte er: Durch das Schmelzen der Polkappen und ein stetiges Ansteigen des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre wird es auf der Erde immer wärmer werden. Und wenn diese Tendenz erhalten bleibt, so haben die Experten, die Klimatologen ausgerechnet, werden wir in den kommenden Jahrzehnten eine Aufheizung der Erde um 2, 3, vielleicht sogar bis 5 Grad erleben. Die Wüstengebiete werden sich ausdehnen, werden wandern, die Polkappen werden abschmelzen, der Wasserspiegel wird ansteigen. All das wirkt jetzt noch wie ein Szenario aus einem Science-Fiction-Roman, von einer Wüstenfantasie ausgedacht. Unsere Kinder, spätestens unsere Enkelkinder, werden erfahren, dass das mehr ist. Es ist erschreckend. Genau das, wovor Ditfurth vor Jahrzehnten warnte, erleben wir heute. Doch erst jetzt, wo wir mittendrin stecken in der menschengemachten Klimakrise und den verheerenden Folgen, beginnt das Handeln. Einige von Ditfurths Warnungen haben sich bewahrheitet, andere sind noch immer gültig. So vielleicht auch diese? Wenn wir von dieser Einsichtsmöglichkeit nicht in absehbarer Zeit Gebrauch machen, wird es uns in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Dann werden wir ausgestorben sein, wie unendlich viele Arten vor uns und sicher auch noch in Zukunft. Ein düsteres Szenario. Doch noch hat die Menschheit die